Dieses Video ist eine kurze Einführung in die Kescher Stiftung und dessen Technologie, die dazu bestimmt ist, mit dir und der gesamten Welt geteilt zu werden. Die Regierungen dieses Planeten wissen schon um diese Technologie und es ist uns ja auch sehr wichtig, dass du sie auch kennenlernst, da sie dein Leben von Grund auf verändern wird. Die Stiftung. Die Stiftung wurde von Mehran Kescher gegründet. Er kam im Iran zur Welt und erhielt seinen Universitätsabschluss als Kerntechniker von der Universität London. In den letzten 40 Jahren konzentrierte sich seine Forschung auf die Dynamik elektrisch geladenem Plasma als Quelle für Energie- und Gravitationsfelder. Die Stiftung ist als gemeinnützige Organisation in den Niederlanden eingetragen und hat ihren permanenten Sitz in Nineuve, Belgien. Als Weltraumorganisation hat die Stiftung die Entwicklung von Weltraumtechnologie als Ziel, vor allem in den Gebieten der Beförderung, Gesundheitssysteme und Ernährung für Weltraumreisende. Auf diesem Wege stellte Herr Kescher fest, wie man Gravitationsfelder produzieren und kontrollieren kann. Diese Entdeckung hat hunderte potenzielle Anwendungen, die die Großzahl der grundlegenden Probleme der Welt, wie zum Beispiel Umweltverschmutzung und Mangel von Energie, Wasser und Nahrung, lösen können. Das Grundprinzip. Es beginnt mit einem neuen Verständnis der Erzeugung von Schwerkraft und der Fähigkeit, diese zu replizieren. Wenn Magnetfelder ähnlicher Stärke interagieren, können sie sich zu einem größeren dynamischen sphärischen Bündel verwickeln. Wenn diese Bündel wiederum miteinander interagieren, kommt es zu der Entstehung von Gravitations- und Magnetfeldern. Jedes Magnetfeld enthält plasmatische Bestandteile der drei wesentlichen Arten von Materie: Materie, Antimaterie und dunkle Materie. Die Interaktion dieser drei Arten von Materie resultiert in einem größeren dynamischen integrierten System, dem ursprünglichen fundamentalen Plasma oder Neutron. Das Neutron kann zu einem Proton und einem Elektron verfallen, wobei kleine Fragmente des Magnetfeldes als Licht bzw. Energie überbleiben. Man beachtet, dass dies nicht das Modell der Physik ist, welches an Universitäten unterrichtet wird. Dennoch konnten solche Bedingungen in einfachen Plasmareaktoren während wiederholten Experimenten und Proben reproduziert werden. So wurde eine einfache Colaflasche in einen Plasmareaktor verwandelt. Diese Entdeckung ermöglicht es uns, sowohl Energie als auch Materie in allen drei Aggregatzuständen zu erzeugen und zu kontrollieren. Die Umsetzbarkeit dieser Methode wurde von achtbaren Wissenschaftlern beurteilt und akzeptiert. Mehr Info dazu auf unserer Website und in unseren Büchern. Gesundheitssysteme. Je weiter und länger Weltraumreisen werden, desto notwendiger wird es, Reisenden ein tragbares Gesundheitssystem, um sich von jeglicher Art von Krankheit erholen zu können, zur Verfügung zu stellen. Menschliche Zellen bestehen aus einer Kombination von plasmatischen Magnetfeldern, die die Struktur von Wasserstoff-, Sauerstoff- und Kohlenstoffatomen bilden. Diese Atome sind die Bausteine für die Aminosäuren im menschlichen Körper. Unsere Weltraumgesundheitssysteme arbeiten direkt mit dieser plasmatischen anatomischen Struktur des Körpers zusammen und zeigen ihm, wie er sich zu seinem ursprünglichen gesunden Zustand erholen kann. Das Verfahren ist rasch, bedarf keiner Pillen oder Spritzen und hat keine Nebenwirkungen. Eine Mehrzahl Versuche wurden mit dieser Technologie an Freiwilligen, die alle anderen medizinischen Möglichkeiten ausgeschöpft hatten, durchgeführt. Auf unserer Website findest du Zeugnisse und Videos zu diesen Versuchen: ALS, Krebs, Multiple Sklerose, Parkinson, Gangrene. Auf unserer Website findest du mehr über andere schwere Erkrankungen, an denen wir gearbeitet haben. Dort findest du auch ein Formular zu einer Terminvereinbarung in unseren Gesundheitseinrichtungen in Belgien. Andere Anwendungen. Diese Technologie kann zur Lösung der dringlichsten Probleme der Menschheit dienen. Energie. Diese Technologie ermöglicht es, Akkus und Plasmareaktoren von bis zu 10 Kilowatt zu produzieren. Diese brauchen keinen Kraftstoff und erzeugen somit saubere und kostengünstige Energie. Beförderung. Plasmareaktoren mit doppelten Magnetfeldern können Magnetismus und Schwerkraft erzeugen und somit für Auftrieb bei Fahrzeugen sorgen. Auch Raumfahrt wird in Zukunft unter vergleichbaren Bedingungen zu denen auf der Erde möglich sein. Umwelt. Unter Anwendung des Prinzips der parallelen magnetischen Anziehung können unsere Systeme chemische und radioaktive Leckagen dekontaminieren und CO2-Emissionen effizient bereinigen, wobei sauberes Wasser produziert wird. Andere Anwendungen. 2005 wurden Patente für über 300 Anwendungen dieser Technologie angemeldet, darunter die Produktion leitfähiger Materialien für Industrieprozesse. Mehr Infos dazu auf unserer Website. Ziel des Videos ist es, jedem mitzuteilen, dass die Technologie existiert, bereits hier ist und uns allen gehört.
Als gemeinnützige Organisation gehört die Keshe-Stiftung nicht zu und ist nicht abhängig von jeglichem kommerziellen Konzern. Um sicherzustellen, dass diese Technologie freigegeben wird und um Chaos im System zu vermeiden, ersuchen wir die Zusammenarbeit mit Regierungen, die bereit sind, diese Technologie anzunehmen und ihren Bürgern zur Verfügung zu stellen. Leider treffen wir immer noch auf sehr viel Widerstand von einigen wenigen einflussreichen Regierungen und Konzernen, die sich von dieser Technologie bedroht fühlen. Die Stiftung ist friedlich, nicht religiös, untersucht nur neue wissenschaftliche Erkenntnisse, Technologien und Lösungen zu den größten globalen Problemen herbeizuführen. Es ist wichtig, dass du deines Rechtes bewusst bist, diese Technologie zu erhalten. Hierfür kannst du drei Sachen in Angriff nehmen. Erstens, teile dieses Video, sodass mehr Leute davon erfahren. Je mehr Menschen Kenntnis davon haben, desto schwieriger wird es, gegen die kommenden Veränderungen Widerstand zu leisten. Zweitens, informiere dich tiefgründiger mittels der Informationen, Dokumentation und Videos auf unserer Seite. Drittens, erbitte den Botschafter deines Landes in Belgien, unsere Veranstaltungen zu besuchen, sodass diese Technologie in deinem Land zur Verfügung gestellt werden kann. Die Technologie ist hier und dessen Methoden sind erwiesen. Dies mag zu gut, um wahr zu sein klingen, doch es bleibt Fakt. Die Technologie gehört dir. Stelle also sicher, dass du Zugang dazu erhältst und hilf uns, eine neue, bessere Zukunft für uns alle zu gestalten.